Herzlich willkommen, meine lieben Clasher-Freunde, zu einem weiteren Video. Ja, meine Lieben, ich bin heute auf dem Account von Black Tiger. Viele kennen ihn unter dem Namen Wolfi. Ich habe auch schon das ein oder andere Mal auf seinem Account gerollt und habe ihm versprochen, dass ich auf jeden Fall mal einen Account-Check bei ihm machen möchte. Und heute habe ich halt ein bisschen Zeit und habe mir deswegen gedacht, dass ich ihm seinen Wunsch erfüllen werde. Also, ich denke mal, dass ich auch direkt loslege. Wir haben es 19.42 Uhr. Ich will auf jeden Fall immer schauen, dass ein Account-Check nicht länger als 10 Minuten geht. So, was mir hier als allererstes auffällt, du hast nur 136 Gems. Ich gehe mal davon aus, dass du hier im Lagerhaus noch einige... Nee, hast du nicht. Du hast keine Talent-Reroll-Karten. Aber unabhängig davon bin ich kein Freund von 150 Gems. Ich bin auch kein Freund von 300 Gems, sondern ich bin ein Freund von 900 Gems. Denn oft kommt ja das Event, wo wir hier an den Verzauberungen rumrollen dürfen. Dreimal. Ja, und wenn wir das gemacht haben, können wir uns die 900 Gems dann wieder abholen. Und du bist ja jetzt kein großer Casher. Du bist hast zwei Käufe getätigt, 24.195 Gems. Wie gesagt, gerade bei Free-to-Play-Spielern würde ich euch raten, dass ihr diese 900 Gems immer am Start habt. Das Event kommt natürlich nicht jeden Tag. Aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es in den nächsten Tagen hier wieder kommen wird. Und es wäre schade, wenn man dann dieses Event nicht nutzen bzw. kostenlos nutzen kann. Ja, gerade bei diesen Verzauberungen, ihr wisst es ja selber, da ist es wirklich schwer, ein schickes Talent zu bekommen. Und ja, oft hat man wirklich Glück mit diesen Free-to-Play-Versuchen, dass man da an tolle Verzauberungen kommen kann. So, dann hast du nur 4 Arbeiter. Ihr wisst es ja, ich sag's immer, sogar 5 Arbeiter sind mir persönlich zu wenig. Ich sehe hier nicht, dass du irgendwelche Steinbrüche am Laufen hast. Also, dir wird hier Ehre angeboten. Diese Ehre kannst du natürlich jetzt nicht abfarmen, weil du deine Arbeiter hier auf die Gebäude angesetzt hast. Und wie gesagt, die Leute, die mir sagen, dass 4 Arbeiter ausreichen, kann ich persönlich nicht bestätigen. Also, ich bin wirklich der Meinung, dass sogar 5 zu wenig sind. Hättest du jetzt deinen 5. Arbeiter, könntest du dir die Ehre hier holen. Hast du leider nicht. Und ja, von daher kann ich dir auch da nur reiten. Investiere diese 2000 Gems für einen 5. Arbeiter. Das sind wirklich 4 Dreier-Rolls und ein 1er-Roll. Und du kaufst den einmalig und hast den dann für immer. Und deswegen besorg dir bitte den 5. Arbeiter. So, dann würde ich vorschlagen, dass wir uns auch mal hier direkt deine Helden anschauen. Also, du hast einen Waller. Den spielst du momentan mit einer 2-8er Flammenwache. Ich denke mal, ist klar, Top-Talent auf dem Waller ist die Flammenwache. Als Ruhen, Erquicken, Wiederbeleben oder eventuell auf Angriff gehen mit Kriegsgott. Da geht einiges. Dann hast du den Eros, den wirst du natürlich zukünftig sicherlich auch höher skillen, ist dein Buffer. Top-Talent, Erquicken, spiele ich persönlich mit einer Psy-Rune, Wiederbeleben. Also hier geht auch so einiges oder verlangsamt für den World-Boss. Tödlicher Treffer, man kann so einiges auf dem Eros spielen. Dann hast du einen Vlad, in den würde ich natürlich nichts mehr investieren. Dann hast du deinen Anubis, den hast du ja schon jetzt seit längerer Zeit. Okay, den hast du erst auf 5 von 10, wundert mich. Na gut, okay, du spielst auf dem Bollwerk, für mich auch Top-Talent, Bollwerk, Kriegsgott, einige spielen Steinhaut, andere erquicken, je nachdem, da geht einiges. Und als Rune, ja, je nachdem, was man als Talent gerade nutzt. Na, wenn man Bollwerk hat, kann man Kriegsgott auf ihn spielen. Lebensentzug. Also, da kann man wirklich auf dem Anubis so einiges nutzen. Dann hast du den Rockno, Top-Talent, Steinhaut, Flammenwache. Einige nutzen Bollwerk, Kriegsgott geht natürlich auch. Und als Rune nutze ich zum Beispiel im Lost Battlefield Erquicken. Oder wenn ich das Erquicken nicht brauche, gehe ich halt ein bisschen auf Angriff. Je nachdem halt. Dann hast du hier einen Kürbisherzog auf 7 von 10. Ich denke mal, hier muss ich auch nicht sagen, dass du den höher ziehen sollst. Als Rune, Wiederbeleben, Erquicken, Lebensentzug geht auch einiges. Auf dem Druiden verlangsamen nutzen. Dann hast du hier einen Grimm, ja, der momentan leider auch nicht mehr so in Mode ist. Aber auf dem Grimm war mein Top-Talent Bollwerk gewesen. Einige spielen ihn mit Ätzen, andere mit Kriegsgott. Steinhaut geht natürlich auch. So als Rune, Wiederbeleben, Erquicken fürs Lost Battlefield geht auch so einiges. Dann hast du hier einen Schädelkrieger, finde ich persönlich richtig geil. Ich habe auch einen mit einem tödlichen Treffer, einen mit Ätzen. Ich werde meinen Schädelkrieger mit Genauigkeit spielen und will das Ganze mal testen, wie sich die Genauigkeit mit dem tödlichen Treffer spielt, verhält. Und ja, dazu werde ich auf jeden Fall in den nächsten Tagen mal ein Video machen. Tödlicher Treffer auf Schädelkrieger finde ich persönlich aber richtig gut, gerade für die Arena. Dann hast du eine Kürbishexe, Top-Talent, 5er Erquicken für mich. Einige nutzen auch ein Bollwerk auf hier. Als Rune nutze ich, da ich Erquicken spiele, ein Bollwerk. Kriegsgott hat sie ja eingebaut, ja, steht ja hier unten. Von daher sollte man natürlich kein Kriegsgott auf hier nutzen.
Dann hast du hier hinten deine Macht-Push-Helden, PK, Top-Talent natürlich, Streuung, aber auch er ist aus der Mode gekommen. Medusa, Top-Talent. Quicken, ich nutze bzw. spiele die Medusa mit einer Psy-Rune. Kann man natürlich auch wiederbeleben oder auf Angriff gehen mit Kriegsgott, je nachdem. Micha, Hartnäckigkeit, Top-Talent oder eine Steinhaut, bin ich aber kein Freund von. Kann die Micha natürlich auch mit einem Quicken spielen, ganz klare Sache. Er hat Eile, ja, was sehr, sehr wichtig ist, gerade wenn man den Micha mit dem Mino zusammen nutzt. Gut, du hast jetzt keinen Mino, aber trotzdem möchte ich das gerne mal an dieser Stelle erwähnen. Ist der Micha, wenn man ihn mit einem Equicken spielt und die Mino-Taktik nutzt, ist der Micha natürlich ganz klar hier Vorteil, da er, wie gesagt, die Eile hat und auch sofort zum Proc kommt. So, dann hast du hier hinten deine Machtpusher. Nee, die Valentina würde ich persönlich auf jeden Fall höher ziehen. Die lässt sich auch gut auf 6 von 10 spielen. Ja, also ich sage immer, 7 von 10 sollte man sie haben. Aber auf 6 von 10 kann man die auch schon spielen. Und die Valentina bringt man ja eben schnell auf 6 von 10. Also dafür braucht man ja jetzt nicht Unmengen an Ressourcen. Dann hast du hier hinten natürlich noch deine Garni. Schau, dass du hier die unterschiedliche Garni nutzt. Aber ich denke mal, auch das ist dir klar. Du brauchst eine Dryade für den Modus Schicksal, dann brauchst du den Werwolf, dann die Scharfschützen. Also du solltest auf jeden Fall gucken, dass du diese Helden und Heldinnen dann am Start hast. So, dann würde ich vorschlagen, schauen wir mal hier kurz in dein Lagerhaus rein. Knapp 2000 Orden finde ich persönlich ein bisschen zu wenig. So, du bist ja kein großer Casher, dann gehe ich mal davon aus, dass du auch nicht viele Kopien hast. Runen hast du einige am Start, aber auch nicht so viele. Scheint mir ein bisschen zu wenig zu sein. Okay, du hast 45.000 Macht. Dann schauen wir mal hier in dein verschollenes Reich rein. Ja, Level 13, du bist hier auch voll gelaufen. Ich gehe mal davon aus, dass du das schon spielst, aber auch nicht ganz aktiv. Okay, die hast du auf jeden Fall hier angepasst. Die sind auch auf Level 13. Deine Kristallmin ist sehr, sehr wichtig. Also ich denke mal, dass ich hier nicht sagen muss, dass man diesen Modus vernünftig spielen soll. Dann bist du bei der Welle R. Ich denke mal, dass da doch auf jeden Fall noch was geht bei dir. Schau mal, ja, deine Türme, die vertragen auf jeden Fall hier ein bisschen mehr Leben. Solltest du leveln, deswegen besorg dir den fünften Arbeiter, dann geht das Ganze ein bisschen schneller. Bist du im Meister-Dungeon? Nein, du bist bei dem Experten. Okay, du bist auf dem besten Weg dorthin. Ja, gib auf jeden Fall ein bisschen Gas. Push deine Buffer, dein PD, dein Eros. Die werden dir auf jeden Fall in den Dungeons weiterhelfen. Hier war ich ja gerade schon drin gewesen. Ansonsten kann ich ja mal ganz kurz deine Gilde vorstellen. Du bist in der Gilde Deutscher Ritterorden 4. Ich glaube, die haben so einige Gilden. Wenn ihr eine feine Gilde sucht, bin ich mir ganz, ganz sicher, dass ihr bei dem Ritterorden hier eine richtig gute Zeit haben könnt. Von daher, wie gesagt, wenn ihr eine Gilde sucht, bewerbt euch bei dem Deutschen Ritterorden. Die haben auch ein bisschen Platz, 59 Mann. Das heißt, die können ja auf jeden Fall noch einige Mitglieder gebrauchen. Ich schau mal eben in deinen Bazar rein. Hast du den heute schon abgeholt? Hast du gemacht? Ja, mein lieber guter Wolfi, wir sind auch schon fast am Ende angekommen. Ich kann mal kurz in deine Ausrüstung reinschauen. Verstärkung, okay, du gehst hier auf Angriff. Ich selber würde dir hier Ausweichen empfehlen. Aber das musst du dann selber für dich entscheiden. Einige gehen auf Angriff, andere wieder auf Ausweichen. Meiner hat Angriff. Ich finde, der kippt mir viel zu schnell. Auch wenn er sich durch den zusätzlichen Angriff noch besser heilt, finde ich persönlich auf dem Waller ein Ausweichen besser. So, wir haben noch 2 Minuten Zeit. Dann würde ich mal vorschlagen, dass ich mal kurz in dein verschollenes Reich reinschaue. 0 Punkte, das heißt, du spielst dein verschollenes Schlachtfeld, nicht Reich, dein verschollenes Schlachtfeld spielst du nicht aktiv. Finde ich sehr, sehr schade. Ja, hier bekommst du Ehre. Und am Ende der Saison natürlich auch die Gems. Gerade du als Free-to-Play-Spieler kann ich dir nur raten, dass du das alles hier vernünftig spielen sollst, mein lieber Wolfi. Ist ganz, ganz wichtig. So, trotzdem noch einen kurzen Blick in den Gildenkrieg. Ich will mal sehen, wie du da abgeschlossen hast. 943 Punkte, ja, ist okay, aber zumindest hast du den Gildenkrieg gespielt und hast dir da auch deine Ehre abholen können. Ja, mein lieber Wolfi, dann soll es an dieser Stelle auch reichen. Ich hoffe, dass du mit meinen Tipps was anfangen konntest. Spiel bitte jeden Modus aktiv und level vor allem dein Anubis. Ja, unabhängig davon, dass du den Kürbisherzog leveln sollst und den Eros. Ja, den Anubis hast du schon so lange. Der ist erst auf 5 von 10. Ich dachte eigentlich, dass ich hier einen Anubis antreffe, der schon auf 9 von 10 auf 10 von 10 ist. Wie gesagt, level deine Helden, spiel das Ganze hier aktiv und ich bin mir sicher,
dass du noch das ein oder andere aus diesem Account rausholen wirst. Ja, meine Lieben, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, hinterlasst mir ein Like, abonniert meinen Kanal und ja, wir sehen uns wie immer in dem nächsten Video. Bis dahin.